Leute, ich muss euch was sagen. Ich habe ganz schlechte Nachrichten für euch. Ich glaube, ihr werdet leider kein YouTube-Star mit eurer Aktion, denn YouTube hat diese Inhalte gesperrt. Dadüm. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei den Hühnern. Ich sitze hier jetzt bei den Küken und die sind gerade auf diesem Totholzhaufen hier alle zusammen. Denn es soll heute auch um die Küken gehen. Es ist soweit, mich hat's auch erwischt. Keine Sorge, den Hühnern und Küken geht's allen gut. Aber diesen Kanal hier hat's erwischt. Denn ich wollte euch gestern einen Short hochladen über zwei von unseren Kükenhennen. Nämlich einmal den hier vorne mit den zwei Ringen und den gelben Haaren. Die sich da ein bisschen gerangelt haben. Diese typischen Rangeleien zwischen Kükenhähnen, um zu gucken, wer ist der Stärkere und so. Und da hat YouTube leider die Inhalte gebannt und mir eine Warnung gegeben. Also der Short verstößt laut YouTube gegen die Community-Richtlinien, nämlich gewalttätige, grausame Inhalte und im Spezifischen Missbrauch von Tieren. Oh nein, ich wusste es schon immer. Alle Hater hatten recht mit ihren Kommentaren. Was sagst du zu den Vorwürfen? Cause good girls are only bad girls who never been caught. Schon mal was von Ironie gehört? Und wie wir ja bereits gesehen haben anhand dieses Shorts, YouTube kennt mich natürlich und den Kanal viel besser als ich selber. Da habe ich ja mal diese Vorschläge bekommen für neue Inhalte, wo ich was von Füchsen, Wölfen und Rezepten für Hühnerschenkel vorgeschlagen bekommen habe. Ja, passt richtig gut zu meinem Kanal YouTube. Also ihr könnt das richtig gut einordnen, glaube ich euch, ja. Also gleich vorweg möchte ich YouTube hier an dieser Stelle mal in Schutz nehmen, so ein bisschen, weil ich ehrlicherweise nicht glaube, dass da überhaupt irgendein Mensch drauf geschaut hat. Anmerkung aus dem Schnitt, doch hat es tatsächlich, ich erzähle da später mehr zu. Sondern dass das einfach der Algorithmus, das Programm, wie auch immer, von YouTube war. Und da scheint das Programm einfach eine gewisse Schwachstelle zu haben, dass sie das dann falsch eingeordnet haben. Alles gut, ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Ich dachte, ich chill mich mal mit zu euch hier auf diesen Haufen drauf. Und dann kann ich euch mal die ganze Geschichte erzählen, wie das nämlich abgelaufen ist. Also, ich habe einen Short für euch geschnitten, wo eben zwei von den Kükenhähnen mit 5 Wochen so spielerisch miteinander gerangelt haben. Also so wie die Kükenhähne das eben typischerweise machen. Ne? Sie stehen voreinander, haben den Kopf runter und dann geht einer irgendwann hoch und springt so hoch, flattert mit den Flügeln und tritt den anderen. Und der andere reagiert dann darauf, macht genau das Gleiche und dann hüpfen sie halt so ein bisschen hin und her und fechten aus, wer der Stärkere von ihnen ist. Und ja, genau so habe ich das halt auch gezeigt und auch mit meinem Audiokommentar dahinter erklärt, was da eben gemacht wird. So ähnlich, wie ich das jetzt gemacht habe. Also ich habe beschrieben, was da passiert und gesagt, dass das, oder hingeschrieben auch, dass das ganz normales Verhalten von den Hähnen eben ist und auch vor allem von den Küken in dem Alter. Ist zwar schon relativ früh, aber die machen das halt vorher auch schon. Das hat jetzt so ja um die 10 Minuten gedauert. Die hatten angefangen, bevor ich da hingekommen war. Also ich war halt hingekommen, um nach den Küken zu gucken. Und dann habe ich halt gesehen, dass ein bisschen weiter hinten da unter dem Hasel die zwei Hähne da eben miteinander gerangelt haben. Und dann bin ich hingegangen und habe das gefilmt. Also das heißt, das ist ohne mein Zutun passiert und ohne mein Zutun hat es auch aufgehört. So. Genau, und dann habe ich halt den Short hochgeladen und ja, so 10 Minuten später habe ich eine E-Mail von YouTube bekommen, wo drin stand, ja, Inhalte von dir wurden gelöscht, weil sie den Community-Richtlinien widersprechen. Und dann habe ich das halt aufgerufen und mir angeschaut, worum es da genau geht. Und da haben sie dann halt gesagt, dass das gegen die Community-Richtlinie, was habe ich jetzt gesagt, gewalttätige oder grausame Inhalte, spezifisch der Missbrauch von Tieren verstößt. Und dann hatten sie da halt im Video auch Stellen markiert. Und ja, da habe ich mich dann gefragt, was das sein könnte. Also ich dachte mir schon, dass es halt um Hahnenkämpfe geht, weil ich hatte das in dem Short ganz am Anfang halt gesagt. Aber ich muss jetzt an der Stelle eindeutig sagen, dass das für mich kein Hahnenkampf ist. Denn das, was ich unter typischem Hahnenkampf verstehe, ist eigentlich, dass man speziell Hähne dafür züchtet. Also es gibt ja sowieso Rassen, wo die Hähne aggressiver sind als bei anderen Rassen. Also dass man dann praktisch extra Hähne dafür züchtet, die man dann zusammen in einen Käfig lässt oder sperrt, besser gesagt. Und die bekämpfen sich halt wirklich bis aufs Blut, bis einer tot ist. Und das wird halt gemacht zur Belustigung von den Leuten drumherum. Ne? Genauso wie, keine Ahnung, hier Stierkampf oder sonst was, wenn man halt, oder früher bei den Römern, wenn in der Arena da sich irgendwie die Löwen und Gladiatoren bekämpft haben. Also einfach als Spaß, dass man als Zuschauer gut unterhalten wird. Und ja, das ist halt das, was ich unter wirklichen Hahnenkampf verstehe. Und das ist das hier ja definitiv nicht. Das ist das ganz natürliche Verhalten von generell allen Hähnen, dass sie halt die Rangordnung untereinander aus
klügeln, so wie bei den Hennen ja auch. Die picken sich auch gegenseitig und scheuchen sich weg und sowas. Und die Hähne machen das halt ein bisschen anders. Und in dem Video und in den Aufnahmen ist halt auch überhaupt kein Tier zu Schaden gekommen. Man hat, also die hatten nicht mal einen Kratzer, man hat kein Blut gesehen, gar nichts. Das haben die halt einfach so spielerisch, das sah fast mehr aus wie so ein Tanz oder so, gemacht. Und ja, gerade auch durch meine Erklärungen verstehe ich halt auch nicht, warum man dann meint, dass dieser Short eben gegen die Community-Richtlinien verstoßen würde. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn dann nochmal geändert und habe halt diesen Begriff Hahnenkampf da rausgenommen und das Audio halt noch ein bisschen angepasst. Und dann habe ich das andere gelöscht und das, den neuen Short, der leicht abgeändert war, nochmal hochgeladen. Achso, zu diesem Zeitpunkt hatte ich übrigens noch keinerlei Einschränkungen für den Kanal, weil die gesagt hatten, es ist ja mein erster Verstoß und das kann ja mal passieren. Hier, wir informieren dich darüber. Mach das in Zukunft nicht mehr. Ja, und vielleicht habt ihr das schon gemerkt, natürlich war ich so doof und habe dann den Short ja nochmal neu hochgeladen, der ja leicht abgeändert war und dachte, jetzt wäre das in Ordnung. Aber dadurch, dass ich ihn dann ja ein zweites Mal hochgeladen habe, habe ich damit ein zweites Mal gegen die Community-Richtlinie verstoßen. Und deswegen habe ich dann von YouTube eine Warnung bekommen. Also es gibt einmal eine Vorstufe, die Warnung. Dann gibt es die erste Verwarnung, zweite Verwarnung, dritte Verwarnung. Also praktisch gelbe, orange und rote Karte. Und ja, bei der ersten, also bei der Warnung, die ich jetzt habe, gibt es noch keinerlei Einschränkungen. Außer, dass man halt sagt praktisch so, ey, du, wir haben dich im Auge und beobachten dich. Und bei der ersten Verwarnung kriegt man die Einschränkung, dass man halt eine Woche lang keine Inhalte auf YouTube veröffentlichen darf. Also keine Videos, keine Shorts, keine Beiträge. Also falls das irgendwann mal passiert, ne, dann wisst ihr, was da vielleicht passiert sein sollte bei mir hier. Genau, also ich habe jetzt im Moment halt nur diese Warnung, dass gesagt wird, du hast dagegen verstoßen und wir beobachten dich. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man an so einem Training teilnimmt, dass man halt verschiedene Fallbeispiele hat, die man dann einschätzen muss, ob die gegen die Community-Richtlinien verstoßen oder nicht, um halt zu lernen und dass man in Zukunft besser seine eigenen Inhalte einschätzen kann, ob die denn jetzt gegen die Richtlinien verstoßen oder nicht. Und dieses Training habe ich halt auch mit absolviert, denn so wie ich das verstanden habe, also diese Warnung bleibt jetzt 90 Tage lang bestehen, beziehungsweise ich habe das so verstanden, dass sie nicht weggeht, wenn ich nicht an dem Training teilnehme, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich glaube schon, wenn ich nicht an dem Training teilnehmen würde, wäre die Warnung einfach immer da und wenn man dann nochmal was macht, dann würde man halt in die erste Verwarnung kriegen. Deswegen ist das jetzt schon gut, wenn diese Warnung irgendwann mal wieder weggeht. Ja, dann habe ich halt an diesem Training teilgenommen und da möchte ich euch jetzt einmal zwei Beispiele nennen, die da nämlich waren. Und zwar einmal, dass jemand ein Video von einem Löwen hochlädt, der eine Antilope jagt und dann auch tötet. Und man sieht ja auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen Blut oder rotes Fleisch, irgendwie sowas stand dabei. Und das ist halt kein Verstoß gegen die Community-Richtlinien, weil das zeigt ja das natürliche Verhalten in dem natürlichen Umfeld von den Tieren. Ja, merkt ihr was? Dass die Hähne sich hier gegenseitig ein bisschen rangeln, ist auch das natürliche Verhalten in der natürlichen Umgebung. Ich meine, gut, vielleicht ist es hier nicht ganz so natürlich, weil sie sind eingezäunt, aber sie haben ja einen 300 Quadratmeter Auslauf. Also die hätten sich auch aus dem Weg gehen können. Ich habe das jetzt nicht irgendwie provoziert oder so. Ja, und das ist auch ganz normales, natürliches Verhalten, was Hühner, die draußen leben würden, auch täten. Also finde ich, ist das praktisch genau das Fallbeispiel, was eigentlich beweist, warum dieser Short eben nicht gegen die Community-Richtlinie verstößt. Aber okay, dann ging es aber noch weiter, ein zweiter Fall, nämlich wo wirklich explizit ein Hahnenkampf gezeigt wird in einem Reisevlog. Also es sind jetzt alles hypothetische Beispiele, ne? In einem Reisevlog von jemandem und da erklärt derjenige halt auch die historischen und kulturellen Zusammenhänge, also wo das stattfindet, dieser Hahnenkampf, wann der stattgefunden hat und warum. Und da werden dann auch explizit Bilder von diesem Hahnenkampf gezeigt und zwar von dem richtigen, also da, wo sich wirklich die Hähne bis aufs Blut prügeln, nicht von so ein bisschen hier Kükengerangel, ne? Und da wird halt gesagt, es ist trotzdem erlaubt, weil es ja ein Bildungskontext, also ein pädagogischer Bildungskontext ist, wo das erklärt wird, was ist ein Hahnenkampf, warum findet der statt und ne, warum ist das nicht gut, bla bla. Aber genau das habe ich in dem Short ja auch gemacht. Ich habe in dem Short ja auch gesagt, dass das natürliche Verhalten von den Küken ist und dass die damit ihren, also von den Hähnen vor allem von den Küken ist und dass die damit ihre Rangordnung ausmachen und so und wie das vonstatten geht. Und ja, dass das halt ganz normal ist und die sich dabei nicht wehtun und nachher am Ende ist halt einfach einer weggegangen. Habe ich auch so gesagt. Deswegen, ja, kann ich halt wirklich, wie gesagt, nicht verstehen,
warum YouTube das jetzt so eingeschätzt hat. Ich glaube, das größte Problem daran ist, dass das halt sich wirklich kein Mensch angeschaut hat, sondern dass das der, weiß ich nicht, YouTube-Algorithmus, die filtern oder durchlaufen das ja praktisch alles, durchsuchen das Bildmaterial und schauen, ob da irgendwelche Sachen sind, die sie halt claimen würden. Und ich glaube, dass halt dieser Algorithmus, der die Bilder praktisch abgleicht, dass der einfach nur gesehen hat, da werden Hahnenkämpfe gezeigt. Weil klar, wenn man einfach nur so das Video sieht, man hat ja keinen Größenvergleich, wie groß die Hähne sind, also man könnte auch denken, es sind größere, dann sieht das schon so aus und meine Audiospur dazu wurde einfach überhaupt nicht beachtet, was aber wie gesagt keinen Sinn macht, weil ja in dieser Überprüfung gesagt wurde, wenn das einen pädagogischen Kontext hat, den es ja hat, dann ist es trotzdem erlaubt. Also finde ich, müsste man sich auch die Audiospur dazu angucken. Und ich habe ja sogar auch reingeschrieben mit Text da drinne, dass das natürliche Verhalten von den Hähnen ist. Also keine Ahnung, warum das jetzt so eingeschätzt wurde. Ich glaube halt, wie gesagt, dass sich das kein Mensch angeschaut hat, sondern halt dieser Algorithmus und der das nicht individuell bewerten kann, sondern einfach nur sagt, nein, das steht jetzt bei mir hier aber so, dass das nicht erlaubt ist und Punkt. An dieser Stelle habe ich dazu eine Anmerkung aus dem Off. Also es ist jetzt 2 Tage später und ich bin gerade am Schneiden des Videos und ich habe noch am selben Abend mich an YouTube gewendet, beziehungsweise an meine ehemalige YouTube-Partnermanagerin, weil ich ja mit meinem Kanal mal in der Shorts-Community mit drin war. Durch die Pause im Winter bin ich da jetzt rausgegangen, aber ich habe mich trotzdem an sie gewendet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen mache ich das an dieser Stelle nicht. Und hatte ehrlicherweise jetzt nicht sofort mit einer Antwort gerechnet, wenn überhaupt. Und dann hat sie mir gleich am nächsten Tag geantwortet, also am Tag drauf, das war dann gestern, ist da nicht weiter in die Tiefe gegangen. Ich hatte ihr halt auch diese Fallbeispiele aus dem Richtlinientraining gesagt und da ist sie relativ neutral geblieben. Klar, kann ich verstehen. Auf jeden Fall habe ich darauf nochmal geantwortet und habe dann auch gesagt, dass ich es schade finde, dass sich es ja nur der Algorithmus anguckt und nicht nochmal eine Person drauf schaut, die das ja wahrscheinlich besser einschätzen könnte. Und daraufhin hat sie mir jetzt vorhin nochmal geantwortet, also kurz bevor, ich war gerade am Schneiden dieses Videos und wollte das jetzt gleich veröffentlichen. Und jetzt ist die Antwort von ihr gerade rechtzeitig noch reingekommen, dass sie es noch in dieses Video geschafft hat. Und zwar hat sie gesagt, dass sich das tatsächlich doch ein Mensch angeschaut hat, auch wenn diese Antwort relativ fix ging. Also bei der ersten Beschwerde hat es ja ungefähr 1,5 Stunden gedauert, bis ich eine Antwort gekriegt habe. Da kann ich mir das schon vorstellen. Bei der zweiten Beschwerde hat die Antwort nicht mal 1 Minute gedauert. Also da kann ich es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass da nochmal jemand drauf geschaut hat. Aber beim ersten Mal okay. Also sie sagt, sie kann sogar im Backend da bei sich im System sehen, welcher Kollege das denn gewesen ist. Also scheint es wirklich ein Mensch beurteilt zu haben. Und jetzt habe ich ihr darauf nochmal geantwortet und gefragt, warum man dann eben nicht mehr bei der Beschwerde dieses Freitextfeld hat, wo ich dann erklären kann, warum ich meine, dass meine Inhalte halt nicht gegen die Richtlinien verstoßen. Da wollte ich jetzt nicht noch auf die Antwort warten, weil ich weiß jetzt nicht, es kommt das Wochenende, ob sie darauf noch antwortet. Falls ja, werde ich euch darüber nochmal informieren. Aber an der Stelle wollte ich halt nochmal sagen, also es hat doch jemand bei YouTube scheinbar draufgeschaut. Ein Mensch, eine Person, die sich das angeschaut hat und nicht nur der Algorithmus. Und das wurde auch von einem wirklichen Menschen abgelehnt. So viel dazu und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Ja, und dann habe ich halt, als ich das zweite Video hochgeladen habe und die das, dann habe ich ja gesagt, ich habe das Video noch einmal leicht abgeändert, dann nochmal hochgeladen und dann nochmal 10 Minuten später habe ich dann dafür auch wieder eine E-Mail gekriegt, dass sie die Inhalte halt gelöscht und gesperrt haben, weil sie eben hier gegen besagte Community-Richtlinie verstoßen. Und dann habe ich auf diese Mail praktisch reagiert, also man kann dann ja im YouTube-Dashboard sich diesen Verstoß angucken und dann konnte ich halt sagen, ja hier, ich möchte widersprechen, ich bin anderer Meinung und da habe ich halt draufgeklickt und habe dann eine Beschwerde eingereicht. Ich konnte aber, hatte keinen Freitext, wo ich irgendwas zu erklären konnte oder so, also ich konnte nur draufklicken und sagen, ich bin nicht der Meinung, wollen Sie das wirklich sagen? Ja, und dann war das abgeschickt. Ja, und dann habe ich halt wieder so eine Stunde später oder sowas Rückmeldung gekriegt, dass sie trotzdem noch der Meinung sind, dass sie es nochmal geprüft haben und wieder zu dem Schluss gekommen sind, dass diese Inhalte der Community-Richtlinie widersprechen und deswegen die Inhalte gesperrt bleiben. Und daraufhin habe ich dann auch diese Warnung gekriegt, wobei das eigentlich laut der Hilfeseiten, die ich mir dann angeschaut habe, nicht sein kann, dass diese Warnung durch die Beschwerde kam, weil durch Beschwerden, also wenn man dem widerspricht, soll man wohl keine Nachteile haben, sondern ich glaube, das lag halt daran, dass sie gemerkt haben, hey, ich habe innerhalb kürzester Zeit eben 2-mal dagegen verstoßen, weil ich, wie gesagt, so dumm war und diesen Short ein 2. Mal hochgeladen haben, leicht abgeändert. Und dann habe ich daraufhin halt nochmal widersprochen, weil ich dachte, dass ich dann vielleicht dieses Freitextfeld kriege, um konkret nochmal sagen zu können oder zu rechtfertigen, warum ich nicht meine, dass das eben gebannt werden sollte und das ungerechtfertigt ist.
Aber beim zweiten Mal kam auch dieses Feld nicht. Also man musste halt draufklicken und sagen, ja, ich möchte widersprechen. Und dann war da so, wollen Sie wirklich widersprechen? Ja. Und dann kam gleich, zack, danke für Ihre Rückmeldung, wir prüfen das. Wo ich mir dachte, ja, hallo, Freitextfeld, ich möchte doch erklären, warum ich meine, dass das falsch ist. Und dann kam die Antwort wirklich innerhalb von, ich glaube, 1 oder 2 Minuten, also mega schnell, wieder so eine automatisch generierte Mail-Antwort. Praktisch mehr oder weniger genau die gleichen Mails wie die vorher auch, wo wieder drin stand, ja, hier, Ihre Beschwerde haben wir geprüft und wir sind wieder zu dem Schluss gekommen, dass es trotzdem immer noch dagegen verstößt und wir das nicht wieder freischalten und bla. Und ich kann ja auch jedes Mal nur einmal widersprechen, beziehungsweise wahrscheinlich könnte ich es nochmal machen, aber es ändert ja nichts, wenn ich kein Freitextfeld kriege, um eine Begründung zu machen, sondern immer nur wieder sage, ich finde das aber so. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich ungerechtfertigt und blöd und irgendwie kann man jetzt ja auch nichts wirklich dagegen machen. Aber ich wollte euch jetzt sagen, dass ihr wisst, dass mein Kanal jetzt eine Warnung hat. Das heißt, in Zukunft werde ich etwas vorsichtiger sein. Ich muss jetzt halt 90 Tage warten, bis diese Warnung wieder weggeht. Wenn ich danach wieder was mache, käme wieder eine Warnung. Aber dann ist halt noch nichts gesperrt. Wenn ich jetzt nochmal gegen die gleiche Community-Richtlinie verstoße, dann wäre halt diese erste Verwarnung, die ich kriege, und diese eine Woche Sperrung. Wenn ich allerdings gegen eine andere Community-Richtlinie verstoße, kriege ich für diese wieder eine Warnung. Also keine Ahnung. Soll einer verstehen, ne? Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, warum ich mich dann vielleicht in Zukunft etwas bedeckter halte. Und ich wollte ja zum Beispiel auch eigentlich gerne ein Video zum Thema Schlachten machen, weil mich da immer wieder welche von euch in den Kommentaren nachgefragt haben. Und es fragen ja auch immer wieder, welche schlachtet ihr denn eure Hühner auch? Da habe ich ja dann auch in den Kommentaren mal drauf geantwortet oder in mehreren Videos habe ich ja das auch schon mal gesagt. Ja, wir schlachten unsere Hühner auch. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man das als Hühnerhalter kann und macht. Weil gerade zum Beispiel auch, wenn Hühner krank sind und man sieht, dass sie leiden und so. Ich meine, bestes Beispiel zuletzt Marshmallow, ne? Dann muss man die, finde ich, erlösen können und nicht einfach noch warten ein paar Tage, bis sie von alleine dahin sterben, ne? Sondern dass man halt wirklich sagt, okay, wir sehen keine Chance mehr, also müssen wir sie nottöten. Und das machen wir natürlich auch. Und wie gesagt, finde ich auch ganz wichtig als Hühnerhalter, dass man das macht und können sollte. Und wir schlachten sie natürlich auch, wenn wir zu viele Hähne haben und einfach merken, dass das in der Gruppe nicht mehr funktioniert und die Hähne niemand haben möchte. Weil, man will ja Hennen zum Eier legen, ne? So als Hobby-Hühnerhalter und nicht Hähne. Und das Schlüpfen ungefähr, sieht man jetzt bei den Küken hier auch, halb-halb, ne? Also die Hälfte Hennen, die Hälfte Hähne. Ist in der Natur auch so. Normalerweise werden in der Natur halt mehr Hähne von Raubtieren gefressen, weil die halt alleine rumlaufen oder vielleicht irgendwie in Junggesellengruppen oder sowas und mehr ausselektiert werden. Und ich meine, im Endeffekt ist es das, was wir hier machen, nichts anderes. Wir selektieren auch die Hähne aus, die uns halt aufgrund gewisser Merkmale nicht so gut gefallen. Also dass wir irgendwie sagen, sie sehen nicht so schön aus. Oder was uns viel wichtiger ist, was für einen Charakter sie haben, wie sie sich uns und den anderen Hühnern gegenüber verhalten und ob sie halt auch robust und stark und kräftig sind, ne? Und nicht halt irgendwie da so am Kränkeln, sag ich mal. Und deswegen wollte ich gerne ein Video zum Schlachten machen, um euch das mal zu zeigen und euch auch zu erklären, wie man das macht. Da gibt es nämlich auch gewisse Vorschriften, die man beachten muss. Zum Beispiel müssen die Hühner vorher betäubt werden. Also so wie man das manchmal aus Filmen kennt, ne, dass man die Hühner einfach so nimmt, auf den Holzklotz drauflegt und dann mit der Axt. Das ist nicht erlaubt. Man muss sie vorher betäuben, dass sie halt möglichst wenig leiden und das nicht mitkriegen. Und dann Kopf ab, damit sie halt wirklich tot sind. Man könnte ihnen theoretisch auch das Genick brechen. Aber mit dem Kopf ab ist schon eine sicherere Methode, vor allem wenn man sie halt schlachtet, auch um sie dann zu essen, will man den Kopf ja eh nicht haben. Ne? Aber da wollte ich gerne ein Video zu machen, jetzt nicht die explizitesten Sachen, die man da sieht, aber schon auch, dass man wirklich das Vorgehen auch kennt und sowas. Und dann würde man nämlich auch merken, dass so ein Huhnschlachten mega aufwendig ist, mega lange dauert, man beschäftigt sich da lange mit und so. Man würdigt, finde ich, das Tier da auch viel mehr mit. Jetzt erzähle ich eigentlich schon alles, was ich in dem Video erzählen wollte, ne? Und ich jetzt eigentlich sagen wollte, warum ich es nicht machen will. Weil das Problem ist, darüber reden, glaube ich, ist halt nicht so das große Problem hier bei YouTube, sondern halt die entsprechenden Bilder dazu zeigen. Und das finde ich halt auch unlogisch, ne? Ich darf hier euch die Hühner zeigen, wie sie lebendig rumlaufen und quietschfidel sind. Und dann darf ich euch auch ein totes Huhn zeigen, was ich irgendwie zubereite und im Kochtopf. Ne? Es gibt ja genug hier irgendwie auch Kochkanäle, sage ich mal, die das dann zeigen. Aber den Zwischenschritt, wie so ein Huhn wirklich getötet wird, das darf man nicht zeigen, weil das ist dann wieder zu brisant. Und natürlich, vor allem wird ja auch gesagt, der Grund dafür ist ja, dass eben insbesondere Kinder, aber auch andere Menschen aufgrund des Gezeigten nicht verstört werden. Und da stehe ich voll und ganz hinter. Natürlich darf man solche Sachen oder auch dieses
Küken-Hähnchen-Gerangel hier nicht einfach ohne Kontext zeigen. Also wenn ich jetzt einfach nur das genommen hätte und mit irgendeiner dramatischen Filmmusik hinterlegt und hätte das einfach so stehen lassen, dann hätte natürlich jeder, der sich das anschaut, da selber sich irgendwas zu ausdenken können, was denn da gezeigt wird und was da passiert. Und das sehe ich auch sehr kritisch, dass halt vor allem Leute, nicht nur Kinder, sondern generell Leute, die sich halt mit Hühnern nicht auskennen und nicht wissen, dass das normales Verhalten unter Hähnen ist und halt Küken in dem Alter und bla, ne? Dass die dann halt denken könnten, dass das irgendwie was Böses, Schlechtes, wie auch immer ist und die Tiere da ja misshandelt werden und das halt nicht ihrem natürlichen Verhalten entspricht. Aber deswegen gibt es ja diesen Audiokommentar dazu mit der entsprechenden pädagogischen Kontexterklärung. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass das dann wirklich so erklärt wird und man nicht einfach das so stehen lässt. Aber andererseits finde ich es auch umso wichtiger, dass man auch wirklich solche Aufnahmen mal gesehen hat. Zum Beispiel unsere Tochter, die war damals so, ja, nicht ganz 3,5, also zwischen 3 und 3,5, als wir unseren ersten Hahn geschlachtet haben. Und die wollte unbedingt mit dabei sein und das sehen. Und dann wollte ich das eigentlich nicht und hatte versucht, auch sie auch davon zu überzeugen, dass das halt nur mein Mann macht. Aber sie wollte das unbedingt. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn sie unbedingt dabei sein will, muss ich auch dabei sein, damit ich nachher mit ihr darüber reden kann. Weil ich muss ja wissen, was da passiert ist, damit ich dann, wenn sie mich da irgendwie was zu fragt oder sowas, ihr auch was sagen kann. Ne? Also habe ich mich halt aufgerafft und habe gesagt, okay, ich bin auch dabei und schau mir das mit an. Und im Endeffekt muss ich sagen, dass das eigentlich richtig gut war, weil ich dachte halt auch am Anfang, ich könnte niemals ein Tier essen, was ich vorher gekannt habe, was ich aufgezogen habe, wo ich gesehen habe, wie es getötet wurde. Aber das ist, wenn man danach steht, was ganz anderes, weil man das eigentlich viel mehr zu würdigen weiß und weiß, dass es dem Tier gut ging. Das Tier hat auch vorm Schlachten nicht viel gelitten. Man hat das eingefangen, man hat es dann dahin gebracht, betäubt und bis es tot war. Da lagen vielleicht nicht mal 2 Minuten zwischen. Und in anderer kommerzieller Haltung, wenn man die Wurst aus dem Supermarkt kauft, wie lange wurden da teilweise die Tiere hin und her gekarrt, einfach nur zum Schlachthaus oder so? Und wie haben die vorher gelebt, unter welchen Bedingungen und so? Ich meine, da könnte man jetzt ein ganz anderes Fass wieder aufmachen. Aber ja, also das ist einfach was ganz anderes, wenn man das selber noch nicht so erlebt hat. Wenn das für euch jetzt schlimm erscheint, ihr müsst in der Situation sein, und dann schwöre ich euch, ihr würdet das auch nicht so schlimm finden. Ich meine, diejenigen von euch, die ja Hühner halten, können das ja gerne mal mit unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, dass man da am Anfang wahrscheinlich mehr Bedenken hatte und man es nachher doch besser weggesteckt hat, als man das dachte. Und dass ich das eigentlich sogar ehrlicher finde, dann so eins von unseren Hühnern zu töten und zu essen, dass man da halt weiß, wie hat es gelebt, wie wurde es umgebracht und warum und so. Und dass das was ganz anderes ist, als wenn man gleich unter der Prämisse Küken aufzieht, wo man weiß, dass sie nach 6 Wochen geschlachtet werden, damit wir halt das essen können. Ne? Ja, okay, also da könnte man sich jetzt um Kopf und Kragen reden, wie es da aussieht. Aber ich finde eigentlich, dass es wichtig ist, eben genau solche Inhalte auch zu zeigen und dass ich es verstehen kann, dass YouTube halt nicht möchte, dass das falsch verstanden wird, aber im entsprechenden Kontext, so wie es ja auch bei irgendwelchen Reportagen oder sowas der Fall ist, wo man, also, ne, dass man da vielleicht auch mal solche Bilder wirklich zeigen sollte, damit die Leute das eben auch verstehen und man das ehrlicher sieht und weiß, wie das Fleisch auf seinen Teller kommt, vor allem auch die kleineren Kinder. Als dass man halt einfach nur sagt von wegen, ja, hier das süße Schweinchen, so wie man es vorne auf der Packung sieht und naja, das hat ja ein glückliches Leben gehabt und dann haben wir es gegessen. Wo man sich denkt, nein, das hat niemals die Wiese gesehen, das hat kein glückliches Leben gehabt und das hat man aufgezogen in dem Wissen, es wird bald getötet. Und das ist bei unseren Hühnern ja zum Beispiel nicht so. Wenn wir Küken ausbrüten, weiß man zwar auch, dass da wahrscheinlich Hähne rauskommen, die wir nicht alle behalten können, aber trotzdem weiß man ja nicht schon bei jedem Individuum so, du bist jetzt gezüchtet worden, damit wir dich bald essen können, sondern erstmal sind es Küken und erstmal entwickeln sie sich und erstmal schauen man, wer es ist und wie sie sich verhalten und so und dann irgendwann kommt man halt zu dem Schluss zu sagen, okay, der und der muss leider gehen, so. Und ja, also ich weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Ich wette, das wird bei dem Video sowieso sehr kontrovers werden und ich würde euch bitten, dass ihr da auf jeden Fall sachlich und vernünftig bleibt. Aber ich kann es halt, wie gesagt, nicht verstehen. Ich muss jetzt mit dieser Warnung leben und werde mich jetzt versuchen, etwas bedeckter zu halten, was solche Sachen angeht und halt vielleicht nicht mehr so krasse Sachen zu zeigen, auch wenn es eben in diesem Bildungskontext ist, beziehungsweise um ja auch anderen Hühnerhaltern zu zeigen oder Leute, die sich für Hühnerhaltung interessieren, dass man denen ehrlich zeigen kann, so und so sieht's aus, es gibt Höhen und Tiefen und da muss man sich drüber im Klaren sein. So. Gut, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Die Küken haben schön brav hier alle mitgemacht. Ich glaube, es sitzen alle 14 Stück hier, ne? Ihr sitzt da sehr toll, ganz, ganz super und putzen sich fleißig. Genau, und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen
auch bei dem Video jetzt, wo es nicht so viel hier um die Hühner ging, sondern mehr um YouTube und was man darf und was man nicht darf. Und ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal bei dem Video, wo es dann wieder mehr um die Hühner geht, auch wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi. Entschuldigung, ich wollte dich nur mal streicheln. Du bist ja gar nicht der Hahn, der bei dem Short vorkam, ne? Du bist der Hahn, der so aussieht wie die Hades nachher, ne? Oh, am liebsten würde ich euch alle behalten. Ihr seid alle so süß. Ja. Warum müsst ihr auch Hähne werden? So, welcher von euch ist denn jetzt der betroffene Hahn? Bist du das? Nein, du bist der mit dem blauen Ring. Ach, da hinten ist der mit dem gelben Ring. So, was sagst du zu deiner Verteidigung? Meine Verteidigung? Als du da mit dem gespielt hast? Mit wem habe ich gespielt? Ha? Mit meinem Kumpel? Du meinst, das war gar nicht so schlimm? Nein, das war doch überhaupt nicht schlimm. Würde ich auch mal denken, ne? Ja, wir haben nur so ein bisschen rumgerangelt. Hm? Ja, wir haben das nur so Spaß gemacht, wie wir das halt so machen. Ja, willst du dir mal einmal angucken? Ja, ja, ich kann mich da noch dran erinnern. Und was sagst du zu der Szene, wo ihr euch da... Aber das ist doch ganz normal bei uns. Das machen wir immer so. Ist gang und gäbe. Das ist Tradition. Du meinst, das war gar nicht so schlimm? Also es wäre ja so, als würde man euch das Reden verbieten. Und das darf man nicht auf YouTube sehen. Ich kann das auch nicht so ganz verstehen. Naja, dann ist das wohl so. Ist aber leider so. Dann gehe ich jetzt mal wieder, ne? Mach das. Danke fürs Interview. Tschüssi.